Am Tag danach, nachdem Philipp Lahm seinen Abschied angekündigt hat, da wollten ihn die Fans natürlich noch einmal sehen, hier beim Training an der Säbener Straße. Doch nur die Ersatzspieler waren draußen auf dem Spielfeld. Die, die gestern den Sieg gegen Wolfsburg erzielt hatten, tja, die trainierten drin. Und somit mussten alle ohne den Mann auskommen, der nun im Sommer seine Karriere beim FC Bayern beenden wird. Den FC Bayern im Herzen trägt Robert, er kommt aus dem Saarland. Allerdings wird ihm bald ein Stück fehlen und dieses Stück heißt Philipp Lahm. Robert, große Überraschung für dich, dass er nun wirklich am Ende dieser Saison sagt, Schluss aus, Fußballerkarriere ist vorbei. Ja, bin etwas enttäuscht, weil er könnte ja noch 2 Jahre spielen. Er ist noch nicht so alt. Was ist Philipp Lahm für dich für ein Typ als Fußballer oder auch als Mensch? Also ich finde gut, dass er immer Fußball spielt und ich finde es auch gut, wie er das tut. Ich glaube, nicht nur die FC Bayern-Fans, auch die von Nationalmannschaft und ich denke auch von vielen anderen Vereinen werden ihn so als Mensch und auch als Spieler vermissen. Dass Philipp Lahm im Jahr 1995 überhaupt zum FC Bayern gekommen ist, liegt an einer ganz einfachen Sache. Er hat ein Probetraining beim TSV 1860 absolviert und weil dort in den Fangzäunen hinter den Toren Löcher waren, hat er sich doch für die Bayern entschieden. Wobei die Voraussetzungen, er ist jetzt klein, wendiger Typ, aber es war vielleicht nicht abzusehen, dass das so eine Karriere wird. Das ist richtig, also das ist einzigartig, was er geleistet hat. Wenn man bedenkt, dass er wahrscheinlich mit den wenigsten Fouls überhaupt auskommt, das auch noch in seinem Alter. So gut wie er ist, müsste er eigentlich noch 5 Jahre spielen. Jeder Topverein wäre froh, wenn sie so einen Verteidiger hätten, wie er im Moment Fußball spielt. Ich denke schon, dass er abgehen wird. Vor allem die alte Bayern-Riege im Grunde wird immer kleiner. Er war ja, kann man sagen, fast seine ganze Karriere beim Bayern. Und das ist auch selten, dass so diese Vereinstreue da ist. Langweilig wird dem Familienvater sicherlich nicht werden. Er ist längst Anteilseigner und Gesellschafter in mehreren Firmen, betreibt zusätzlich eine Stiftung zur Förderung von Kindern in Deutschland und in Afrika. Er hat also jede Menge zu tun. Vielleicht will er auch für seinen Sohn und für seine Frau jetzt erstmal Zeit haben und auch vielleicht 1-2 Jahre mal Ruhe geben. Ich denke, er hat sich jahrelang komplett verausgabt und dem Verein hingegeben. Pause und dann eine neue Position, finde ich okay. Ist er ein Vorbild für junge Leute? Ja, weil er begeht ja auch nicht so viele Fouls und er hat ja auch keine rote Karte in seiner Karriere gekriegt. Und das ist schon ein Vorbild für jüngere Leute. Er hat mir mitgegeben, dass man um alles kämpfen kann, alles kriegen kann, wenn man es nur möchte. Es gibt mittlerweile auch Gedanken, dass es heißt, vielleicht könnte Philipp Lahm sogar irgendwann Karl-Heinz Rummenigge beerben. Der könnte das Amt schon bekleiden, weil Herr Rummenigge wird dann auch nicht jünger. Ja. Das hört der Kalle bestimmt total gern, wenn sowas gesagt wird. Wann genau die Fans Philipp Lahm zum letzten Mal im Trikot des FC Bayern München sehen, das ist noch offen. Es könnte natürlich am letzten Bundesligaspieltag sein, am 20. Mai gegen den SC Freiburg, Heimspiel hier in München. Es könnte sein das DFB-Pokalfinale am 27. Mai in Berlin oder es könnte am 3. Juni sein, dann das Champions-League-Finale in Cardiff. Fakt ist auf jeden Fall, am Ende der Saison ist Schluss für Philipp Lahm.